Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Vlog. Heute mal in ganz anderer Optik für die Bereitschaftspolizei und in KSA, in Körperschutzausstattung. Das heißt, hier drunter ist ein dicker Panzer, der wird nicht umsonst Turtle genannt. Hier unten haben wir die Beinprotektoren, hier sind noch Armprotektoren drunter. Das alles muss unter die Jacke passen, Handschuhe gehören dazu, Helm und Schild. Und dann würde ich sagen, viel Spaß. Wir hatten jetzt gestern und heute, was ist denn heute eigentlich? Mittwoch. Und vorgestern hatten wir auch schon Training, das heißt, heute ist die erste Großübung zur Halbzeit. Die könnt ihr euch gerne angucken, genauso wie viele technische Einsatzmittel und Einsatzfahrzeuge und Bereiche der Polizei, die sich vorgestellt haben. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich werde jetzt rein. Tschüss! Anzeigen, öffnen, Wagen fährt ein.
Es ist geschafft. Wie ihr sehen konntet, zumindest hoffe ich, dass es zusammengeschnitten ist, haben wir nochmal alles geübt, was wir in den letzten Tagen so hatten. Es wurden Sitzblockaden aufgelöst, es wurden Fahrzeuge begleitet, es wurden Barrikaden aufgelöst, es wurde ein Waldstück abgesucht, ein Haus geräumt, falls ich das nicht schon gesagt habe. Ja, verschiedene Ansprachen gemacht, auch jemand aus dem Baum rausgeholt. Also ich muss sagen, wir lernen hier in echt kurzer Zeit ziemlich viel und es ist anstrengend, körperlich als auch psychisch. Aber es macht auch Spaß und ich glaube, wir nehmen alle eine Menge mit, ob wir nun zur Bereitschaftspolizei gehen werden oder nicht. Ganz unterschiedlich. Ich glaube, jeder sollte das gemacht haben und ich danke euch fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal.